Ja, es ist interessant, dass Sie als Steuerberater die Frage stellen, freie Unternehmerkasse. Freie Unternehmerkasse ist eine pauschalodierte Unterstützungskasse, grundsätzlich wie jede andere, das ist halt einfach eine Bezeichnung dafür. Das einzige Problem, was wir derzeit überhaupt mit dem Begriff Unternehmerkasse verbinden, ist, dass wir relativ viel Anfragen bekommen, auch als Vorstandsvorsitzender vom Bundesverband Pauschalodierte Unterstützungskasse, die mit dem Thema Unternehmerkasse in Verbindung stecken. Und es sind Anfragen oder Zusagen, die wir da erhalten, die fast unglaublich sind. Da wird behauptet, dass mit der Unternehmerkasse die ganzen Kosten aus den Gewinnen der ersten Jahre bezahlt werden können. Da fallen mit Sicherheit keine Gewinne an. Da erfahren wir von Unternehmern, denen versprochen wurde, sie erwirtschaften bei einer 13-Mann-Apotheke in Berlin, sie erwirtschaften mit der Unternehmerkasse mehr Geld als mit der Apotheke in den nächsten Jahren. Das sind alles Dinge, die sind für uns absolut unglaublich. Unternehmen, wie gesagt, 30% von eurem Gehalt können sie in die Unternehmerkasse einzahlen. In die Unternehmerkasse kann man gar nichts einzahlen, wie Sie wissen, Dotierungen im Rahmen des steuerlichen Möglichen. Kinder können begünstigt werden. Es werden Dinge erzählt, die fern von jeder Fachlichkeit sind, und darum muss man manchmal sagen, freie Unternehmerkasse ist schon fast mehr rechtsfrei unter Unternehmerkasse. Das sind alles Dinge, die so nicht funktionieren. Wir haben vor kurzem auch wieder Anfragen gehabt, schlichtweg, was ist, wenn das Ganze zu Ende ist? Wie erfolgen die Rückübertragungen? Das löst ja Steuerpflicht aus. Da wird sehr viel verheimlicht, da wird sehr viel verschwiegen in der Praxis draußen, aber die Rückübertragung ist grundsätzlich steuerpflichtig. Da sagt man, ja, das macht man irgendwo mit der Familienstiftung und da fällt schon nichts an. Also wenn Sie sich da interessieren, können Sie wirklich einmal in die Xing-Gruppe Pauschalodierte Unterstützungskasse oder gehen Sie bei Google einfach ein, falsche Information, Unternehmerkasse, falsche Info, Unternehmerkasse, solche Dinge. Da haben wir hier wirklich ein paar Dinge einmal schriftlich zusammengestellt in Xing, was uns so tagtäglich oder wöchentlich immer wieder in unregelmäßigen Turnus erreicht und was alles Behauptungen sind, was Versprechen sind, die mit der pauschalodierten Unterstützungskasse, also vornehmlich unter Bezeichnung Unternehmerkasse, möglich sein sollen und die alles andere als eine fachliche Grundlage haben, die jegliche Rechtsgrundlage aus unserer Sicht, aus unserer Erfahrung mit dem, was wir von Steuerrecht, was wir von Arbeitsrecht, was wir von pauschalodierter Unterstützungskasse verstehen, wirklich nichts miteinander zu tun haben.